Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Minish Cap Randomizer. Es geht wieder weiter. Aktuell sind wir hier im 5. Stockwerk von dem Palast, der in die Wolken führt. Kurz vorm Dungeon halt. Aber wir haben im letzten Part noch 2 Schlüssel bekommen, die sehr wichtig sind. Und damit können wir halt auch einen Dungeon jetzt komplett abschließen. Nämlich einerseits den Waldschrein. Warte mal, kann ich mich von da oben porten? Das müsste doch gehen, oder? Jo, geil. Genau, einmal Waldschrein und einmal Königsfamilie. Da würde ich gerne nochmal kurz hingehen, einfach mal kurz auschecken, was es da gibt. Und dann haben wir nämlich auch alles, was möglich ist. In petto. Denke ich. So, hier muss ich jetzt ganz komisch erstmal umlatschen. So, hast du was für mich? Nö, der kann mich immer noch nicht verstehen. Ich brauche immer noch diese Schnatterfrucht. Dann kriegen wir irgendwas von dem. Leider habe ich die noch nicht. Okay. Also ich will es auch nochmal sagen, wir werden das Ding nicht unbedingt hier auf 100% spielen. Ne? Ich werde versuchen, alles mitzunehmen, was ich kriegen kann. Natürlich. Aber wenn ich jetzt merke, oh Gott, mir fehlt jetzt noch ein Herzteil und ich finde das einfach nicht. Mir fehlt jetzt eine Erweiterung irgendwo und ja, dann werde ich die jetzt nicht unbedingt holen. Ne? So viel schon mal dazu. Aber wir werden möglichst vollständig spielen. Aber ich verspreche auf jeden Fall nichts, dass es jetzt unbedingt die 100% werden. So, aber es sieht ja schon ganz gut aus. Ne? Wir kommen ja an einen guten Punkt, sage ich mal. So, jetzt geht es erstmal kurz in den Waldschrein. Da erforschen wir nochmal schnell den einen Abschnitt da hinten. Und dann nochmal Grab der Königsfamilie. Dann geht's auf jeden Fall rüber in den Windtempel. Ich bin schon gespannt. So, soll ich mal gucken? Jo. Gleich. Ah, shit, ich muss da drüben raus. Ne, hier muss ich raus. Genau. So, hier war nämlich noch eine Schlüsseltür. Ich weiß nicht genau, wofür die ist. Ich gehe halt davon aus, dass man... Okay, von der Seite kommt man. Weil, warum sollte ich hier lang gehen? Da muss ich auf jeden Fall... Ja, da muss ich was schieben. So, ich schieb das mal da drauf. Hä? Aber das ist so ein Rückweg, oder? Ich sag mal so, ich habe jetzt auch hier gerade so ein bisschen gecheatet. Jetzt soll ja nicht... Hä? Da oben... Hä? Ich bin schon wieder komplett verwirrt. Geht's hier lang? Das ist ein Rückweg. Okay, wie komme ich in den Raum rein? Brauche ich den Büsterich dafür? Öffnet sich nicht von der Seite auf jeden Fall. Brauche ich hier irgendwas? Nee. Hä, warte mal. Wie mache ich das? Das funktioniert ja nicht. Ich kann... Reinfallen kann ich auch nicht. Hä? Ich bin komplett verwirrt. Wie soll ich das machen? Vor allem, ich habe ja... Ist ja der erste Dungeon, ne? Normalerweise habe ich nur den Büsterich. Kann ich das zu mir ziehen? Nee, auch nicht. Kann ich die Fackeln ausmachen? Schnell genug sein ist ja auch keine... Ich kann das da drauf schieben. So, bringt mir aber einfach gar nichts. Ach, ich bin so hohl. Hä, es ist ja easy. Okay, sorry. Keine Ahnung, was mich da jetzt geritten hat. Das ist ja sowas von easy. Die zweite Statue hat mich nur komplett perplex gemacht irgendwie. Okay.
Okay, und hier gibt es tatsächlich ein Item. Schauen wir mal, ob es sich lohnt. Nein, ist nur Geld. Shit. Schade. Aber hätte ja sein können, ne? Nö, warte. Quick Warp. So. Ich kann ja auch in Standby gehen, ne? Ich speichere mal kurz. Hab ich gerade gesehen. Geht das? Nee. Warte, wie habe ich denn das gerade gemacht? Standby. Dies bringt dich nach Hause und setzt deine Quick Warp Position dort. Ja. Ich gehe gerne nach Hause. Denn ich möchte, jetzt bin ich auch wieder groß, das war, glaube ich, die schnellste Methode, das zu machen. Und jetzt gehen wir nochmal ins Grab der Königsfamilie schnell. Ich glaube, das ist eine gute Lösung. So, da kriegen wir auf jeden Fall auch noch ein Item. Au, wo kam der denn her? Au. Dü-dü. So, ich kann mich da, glaube ich, nicht hin teleportieren. So. Muss, glaube ich, oben einfach wieder rüberspringen und dadurch den Tunnel, wie wir das vorhin auch gemacht haben. Oder beim letzten Mal, als wir beim Grab waren. So, da fehlt jetzt nur der eine Schlüssel. Und dann kommen wir auch direkt zu dem Geheimnis, sag ich mal. War das hier? Jo. So, ich brauche 3. Ich habe 3. So, ich hoffe jetzt einfach mal noch darauf, dass wir irgendein schönes Item bekommen. Teil der Königsfamilie. Den ekligen Geistern. So, wir müssen aber nichts weitermachen. Ah doch, wir müssen jetzt hier durch dieses komische Rätsel durch. Ich erinnere mich. So, oben. Es müsste ja das gleiche bleiben. Ist halt nur doof, dass ich das jetzt nochmal machen muss. Links. Und Ben. Links. Wie am Anfang. Oben. Rechts. Hier auf dem vorletzten Schild, also wieder oben. So, schon haben wir es geschafft. Viele Geister. Okay. Und jetzt theoretisch einfach nur noch mal kurz... Ne, das war's nicht. Hier rein. Und ein Schlüssel, dann haben wir es auch schon. Du. Ah, ist wieder dieser komische Pilz. Komm schon, das gibt doch irgendwas Gutes, oder? Komm schon. Einfach ignorieren. Okay, wir brauchen Fackeln. Ah. Du. Zack. Okay, fackel die mal an. So, weiter geht's. Jetzt. Jetzt gibt's was Schönes. Komm schon. Kind, dass du versuchst, mein Erbe in Zelda zu retten. Sei willkommen. Mein Name ist Gustav, der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Ja, stimmt ja, wir kriegen ja das Ding. Ich überreiche dir dieses Fragment. Geh zur großen Quelle von Hyrule, dann wird sich ein Weg öffnen. Zeldas Schicksal, ja, das Schicksal von ganz Hyrule liegt in deinen Händen, Kind. Stimmt, wir haben das ja bekommen. Zack, da kann ich jetzt auch diese Markierung setzen. Mache ich einfach mal, weil wir es abgeschlossen haben. Und hier mache ich auch, ne, dass wir da komplett fertig sind. Tropfenelement erhalten. Das Tropfenelement erhält die Kraft, Feuchtigkeit zu spenden. Nanu, der König von Hyrule hat aus der Vergangenheit zu uns gesprochen. Die Quelle von Hyrule, also, wo mag sie sein? Und rausgeportet. Ja, das gefällt mir doch. Gut, Leute, dann haben wir das auch. Und ich würde sagen,
Jetzt geht's in den Windtempel. Hier, oder? Und dann sind wir ja direkt jetzt hier über den Wolken. So, soll ich nochmal Geld ausgeben, Leute? Für die Fibel? Und vielleicht gibt es im Shop nochmal was Neues? Ich gehe da noch... Sorry, aber ich werde das nochmal ganz kurz abchecken. Ich weiß, ihr wollt endlich in den Windtempel, aber ich will jetzt nicht mit voller Geldbörse da reingehen. Deswegen... hierhin bitte. So. Und deshalb, wir kaufen erstmal das Ding. Kann ich da eigentlich gleich... Jo, da ist er da. Da können wir auch gleich mal gucken, ob wir denn was bekommen, wenn wir jetzt alle... Das ist noch nicht da. Okay, brauchen wir erst... brauchen wir erst Dingenspups? Noch ein Training? Bevor die da ist? Ey Hund, geh weg. Hund ist Endgegner. Jetzt ist er weg. Ey, will sich verarschen. Der Hund ist wirklich Endgegner. Okay, ich gehe nochmal kurz in den Shop rein, ob es da irgendwas Neues gibt. Jetzt habe ich zwar nur noch 500 Rubine. Aber egal. Zumindest haben wir unser Geld ein bisschen dezimiert. Das ist doch schon mal ein Anfang. So, nee, der hat nichts für... Nee, der hat nichts für mich. Okay, jetzt aber, Windtempel. Let's go. Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber wir müssen natürlich ein bisschen die Sachen noch abchecken, ne? So. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mit einem guten Gefühl rein. Uns fehlt halt der Boss-Key. Ich hoffe, dass wir den irgendwo da oben kriegen. Das wäre ganz nice. So, aber wir sind saustark. Let's go. Ab in den Tempel des Windes, Palast des Windes, Palast des Windes. Ich bin gespannt. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr. Mal kurz die Karte angucken. Also wir haben ja... Wir haben ein bisschen was zu tun auf jeden Fall. Au. Okay, wir können hin und her switchen. Danke für nichts. Hier müssen wir rüber. Okay. Das, ich habe ja schon das Ding, das ist ja mein Vorteil, ne? Ja, vielleicht auch nicht. Normalerweise würdest du jetzt hier mit dem Bogen dran schießen. Aber hier passiert auch nichts weiter, ne? Hier ist... Doch, hier drüben ist noch eine geheime Insel. Funktioniert aber nicht. Hä? Aber ihr seht das doch auch auf der Karte, oder? Naja, ich mach das so. Ey, die sind ja sowas von nervig. Das ist halt schwierig, dass ich kein... keine drei Items ausrüsten kann. So, brauche ich alle vier? Wahrscheinlich, oder? Select. Ich glaube, es könnten auch drei reichen. Ich glaube, drei müssten reichen. Jo. Okay. Nächste Etage. Oh nein, ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Ich hätte mir echt vorstellen können, dass der kommt. So, achso, was sagt die Karte? Hier, ja, hier könnte was sein. Tatsächlich. Bam, 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 bam,
Bam. Oh Gott. So, das wäre geschafft. Ach komm, ich ignoriere den einfach. Der ist sowieso runtergefallen. Super. Jetzt kommen Bomben. Aber. Boah, ich steck aber auch ein paar Treffer ein, ne? Unfassbar. Ist aber auch ein ekliges Gebiet. So. Ah, ich brauche hier die Dash-Attacke. Ah, ne, brauche ich nicht. Alles klar. Die Kraft der vier Elemente wurde auf das weiße Schwert übertragen. Aber, ach so, jetzt habe ich das Master-Schwert. Jetzt habe ich das ultimative Schwert, Leute. Nun ist es das Schwert der vier. Du kannst dich jetzt vierteilen. Aber ich konnte das doch schon die ganze Zeit. Ich glaube, das war wieder nochmal dasselbe, oder? Noch einfach nochmal ein Upgrade, was doppelt vergeben war. Anders kann ich mir das gerade nicht vorstellen. So, bis jetzt ist alles sehr linear. Das gefällt mir. So, da drüben. Aktuell gehen sie ja noch davon aus, dass wir den Mantel hier nicht haben. Okay. Ist hier? Gar nichts. Bosskampf. So. Scheiße. Und Tschüssikowski. Ja, was ist denn mit euch? So, das war gut. Oh. Ist da der Greifenmantel normalerweise drin? Großer Pfeilköcher. Großer Pfeilköcher. Haben wir doch schon, oder? Auch doppelt. Oder? Ne, jetzt haben wir 99. Vorher war es 70, ne? Das ist jetzt super Big One. Krass. Aber eigentlich wäre hier der Greifenmantel drin, glaube ich. Okay, wie kommen wir an die zwei Schatzkisten? Sollen wir uns da irgendwie droppen lassen? Was ist hier? Ist hier irgendwas? Nö. War einfach nur mal ein Versuch, Leute. Hier ist nichts weiter, ne? Okay. Ne, wir müssen die Wolken hoch. Wenn ich gerade nicht weiß, wie ich zu den Schatzkisten kommen soll. Oh, heilige Scheiße. Okay. Boah. Ist das nervig. So, nicht. Okay. Runter. Das darf ich verschieben. Okay. Wir brauchen den Dreier. 1, 2, 3. Habe ich den Vierer jetzt wieder aktiv? Warum? Hat er automatisch gemacht, hä? Zack, zack, zack. Und dann einmal so. Und den schubst du einfach runter. Miau. Geil. Okay, hier haben wir Wind. Okay, eigentlich muss ich da rein. Sag mal! Geht noch oder was? Okay, wir haben es geschafft. Jetzt, hier muss ich mich gleich beeilen. Ja, und jetzt? Hä? Ach so. Ah, ich hab's nicht gesehen. Ja, ich bin so dumm. Was ist denn hier los? Okay, weiter geht's. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Alles klar, gut. Hab's kapiert, hat ein bisschen gedauert. Aber Ende gut, alles gut. So, jetzt hier mal runterdroppen lassen. Ah, das sieht mir
Ja, ist eine Falle, zack, hoch da. Dü, 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 zack. Okay, klappt doch eigentlich ganz gut, oder? Let's go. Da, 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 da. So, der Part ist aber auch rum, liebe Leute. Ja, irgendwie... Ich krieg's nicht so richtig hin, die Schatzkisten einzusammeln. Ich hoffe, ich komme da noch vorbei. Weil, ja, irgendwie aktuell bewegen wir uns ein bisschen komisch. Naja, mal gucken. Aber ich würde sagen, Leute, hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Ich bin gespannt. Und ja, lasst gerne Like da, Kommentare. Und wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was ich liegen gelassen habe, gerne reinschreiben. Bis zum nächsten Mal, euer Zelle-Junge. Tschüssi.